Warte mal, sind das Scarlett und Schmähler? Die machen super geil Content, Mann! Scarlett, Schmähler, sie waren schon vor den ganzen Fenstern. Die Jungs sind richtig so. Kein Haar, viel Bart, zwei dicke Null wie an dem Fahrrad. Die Jungs sind richtig so. Wie Eis am Stiel. Stockemarsch, aber so real. Zwei Männer, ein Game und nichts zu melden. Content garantiert, Profi-Gepäck ist zu selten. Ganz privat und völlig ohne Grenzen. Lebenszeit verschwenden. Quasi eine Freundschaft bloß, naja, nicht ganz. Die Jungs sind richtig so. 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 Tag, Schmähler. Hey, Scarlett. Did you know, Schmähler? Die Firma Carglass heißt im Englischen Autoglas. Ja, das wusste ich tatsächlich und ich sage dir warum. Weil du es auch schon auf einer Seite gelesen hast. Nein, besser. Wir waren noch in der 9. Klasse Englandfahrt. Mhm. Und ich hatte ganz lange, weil ich das so witzig fand, bei WhatsApp mein Hintergrundbild war ein Autoglasauto. Was bei mir in der Gastfamilie in der Straße stand. Deswegen wusste ich tatsächlich, dass in Deutschland das Carglass heißt und in England heißt es auch. Das ist aber funny. Oder? Ja. Also das ist auch richtig dumm. Warum heißt es in Deutschland Carglass und in England Autoglas? Das war Blödsinn. Na, Deutschland ist halt international und die Engländer spielen. Und die Engländer sind eigentlich Deutsch. Die sind, ja. So, dann haben wir heute einiges vor. Wir gehen mal ganz kurz durchs Programm hier. Wir haben immer noch unseren Hardhitter und unser bestes Stück hinten. Aua. Ah, Chong Gidong, auch ein ganz wilder Typ jetzt. Erst letztens dazugekommen, ne? Ja, dann haben wir einen alten Beyblade, der ist noch dabei. Ballermann, immer noch einer der Besten. Und der Knosp Wunderhaut. Ja, und der ist und der gute alte Chuchu. So. Wie Experten ihn aussprechen, Kuckportel. das holst du hierher. Das holst du aus dem Arsch. Also das hol ich nochmal ganz weit unten. Kuckportel. Okay. Oh, ich krieg einen Anruf. Moment. Oh, du schon von Papa. Das beste Stück ist tot und heißt mach's weg. Kevali, du weißt einfach Bescheid, Mann. Ich bin's, Tia, du hör mal, ihr habt meinen Pokémon Karate beigebracht und nun sind sie besser als ich. Ich kann nichts machen, außer mich verprügeln zu lassen. Aber auch wenn ich gegen meine eigenen Pokémon verliere, gegen einen Trainer werde ich gewinnen. Wir müssen mal wieder gegen einen antreten. Kiai! Gut. Was waren die Queste? Ist es nicht so, dass Team Aqua oder Team Magma hier ein bisschen im Raketenzentrum rumpimmelt und wir da was gegen tun müssen? Ich glaube, Mark? Mark ist im Raketenzentrum. Stimmt. Und will Treibstoff klauen. Mark! Ah, hier ist gleich der Erste. Das bist du. Wie angekündigt wollen wir den Raketentreibstoff haben. Na, aber dann, aua. Gibt's nicht. Nicht mit uns, ja? So Uff. Nicht? So nicht. Hundusor, da wird's dunkel. So. Ja, dann gibt's einen Surfer und dann ist der Lachs gelutscht, oder? Das hat gehittet. Ja, aber... Da stehen wir locker drüber. Aber du merkst schon, die Leutchen sind jetzt auch schon so Level 31. Da müsste ja der größte Gegner jetzt in der Runde jetzt auch relativ hoch sein, ne? So, Volnona, die kann hoffentlich. Das Viech kann hoffentlich keinen Knirscher, weil sonst wird's wortwörtlich wie bei diesem Viech am Schwanz brenzlig. Na, das Viech kann mindestens Biss. Nee, oder? Wie stehst Mona du so, wie stehst du persönlich zu Volnona? Oh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Gut, danke fürs Gespräch. Das ist so ähnlich wie wenn... Ja, aber rein. Aber er hat schon so ein gutes Moveset. Können wir nichts machen, oder? Kann ich nicht machen. Nee. Das ist wie beim Volltreffer. Kannst du nichts machen. Da kannst du nichts machen. Ja. Nee. Aber Schmähler, wie war's denn für dich so? Jetzt seitdem man hier die Fresse kennt, wie hast du es empfunden gestern? Ich kenne ja deine Fresse schon länger. Hm. Wir waren dich offen und ehrlich, wir sind nicht hinterhältig. Okay. Haben Sie recht, war die ja haben auch immer angekündigt. War ja auch immer positiv von dir beeindruckt, ne?
Jetzt hör auf. Jetzt ist aber gut. Das Viech ist Drache Boden, oder? Ja. Meinst du, da ist ein Surfer, das Blizzard? Ich glaube, ein Surfer ist schon ein Place to be. Aber es ist Typ Drache. Ja und? Aber es ist trotzdem Typ Boden. Weil ich glaube, Eis ist nicht so effektiv auf Boden. So wie Surfer jetzt nicht übermäßig effektiv auf Drache ist, oder? Komm, mach einen Surfer jetzt. Na komm. Ja. Odi, das könnte hart sein. Nicht gut. Warum kann das Vieh das? Aber das war nicht so. Kein Problem. Das war kein Problem. Einfach. Nee. Einfach. Okay. Ja, reicht aber. Aber es war nicht der sehr effektive Sound, ne? Nee. Gut, muss reichen. Wir sollten doch heimtückischer sein. Ja, das wäre besser. Das wäre deutlich besser. So, die Bevölkerung, die lebt schon in Angst, du siehst es. Ich glaube, das ist wie bei so Konzerten, wo so ein Moshpit aufgemacht wird. Die rennen gleich aufeinander zu. Die tanzen gleich zusammen. Also die moschen sich gleich richtig weg. Geil. Das finde ich ja funny. Da geht's dann so nach hinten. Und dann rammeln die dort zusammen. Der Matrose und die Oma ganz vorne, ich seh's doch. So, dann gleich wieder rein, oder? Hinten Aua wird erstmal noch carryen, glaube ich. Warte mal. Ja, wir müssen mal. Typmäßig, was gab's jetzt eigentlich? Es gab Feuer und Vibrava, das passt gar nicht zusammen. Wir sind hinter dem Raketentreibstoff her, welcher im Raumfahrtzentrum gelagert wird. Ja, die haben doch auch nicht alle das gleiche Typing. Dafür aber müssten sie ja nicht. Ah, das ist nur in der Arena so, ne? Randomized? Weil das ist nur in der Arena so. Denn denkt dran an alle, die jetzt erst dazuschalten. Wir spielen quasi das Pokémon-Spiel Pokémon Smaragd und es ist aber eine Randomizer Nuzlocke Challenge. Steht ja auch da oben. Weil wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das Ganze ein bisschen schwerer haben wollen. Und deswegen sind wir dabei, viel random zu kriegen und wir dürfen auch nur pro Stage oder pro Route einen Pokémon fangen und alles, was wir fighten und kriegen können, ist random. Und das ist ziemlich krass, weil es hätte jetzt auch ein Dragoran sein können als Gegner. Rezu, Tachchen, na? Wie ist Leben? Hallo. Wie ist Leben? Du hast übrigens ein Abo-Geschenk gekriegt, so wie ich das sehe, weil der Sohnemann einfach nur um sich geworfen hat. Im letzten Stream. Das war ein wildes Ding. So, ich probier's nochmal mit dem Blizzard. Weil ganz ehrlich, dieses Kapaloris hat sowas von gar nichts auf dem Kasten. Da machst du nichts hier bei dem Blizzard. Hab ich. Ist er da? Ich glaube, er hat ja. Er hat sich geliefert, aber ich glaube, der ist nicht da. Der hat Pflichten heute. Pflichten hat er. Aber die sein ihm zu gönnen, ist eine schöne Pflichten. Probier's mal mit Feuer. Weil das, Service, die E-Sport-Schmiede ist auch hier. Ah, ne, die E-Sport-Schmiede. Ja, Pflichten zum warte, ich möchte auf Servus einläuten. Ja. Servus! So. Schmähler, willst du nochmal ein Servus-Tutorial eigentlich? Ich brauche das nicht, aber du kannst gerne... Also Leute, für ein richtig gutes Servus, ja, spart ihr euch schon mal das V und dann geht der Kiefer von links nach rechts. Also es geht um den... Und der, also Servus! Der Kiefer renkt fast aus. Genau, es ist ein Servus! Nee, ich fange nach rechts an. Servus! So, und dann bist du Gucci. Wenn du es so machst, machst du richtig. Servus! Ja. Servus! Ey, die Kappe ist nicht ganz auf meinem Kopf, je nachdem. Manchmal bin ich Pokémon-Trainer. Und manchmal kurz nicht. Je nachdem, ob ich mich nach vorne beuge. Aber Cosplay ist klar. So, aber wir können sie noch ein bisschen. Ein bisschen können wir so auch noch machen. So. Ja, easy. Du hast doch einfach. Das sieht so schlimm aus. Gut. Ich gebe dir keinen Treibstoff. Hier gibt's ja auch nichts. Das Gamer steckt sich 640 ins Portemonnaie und dann gehen wir weiter. So. Ja, wie, oh, der lässt uns gar nicht durch, oder? Das Schwein! Deiner. Unser Boss hat mich angewiesen, absolut niemanden durchzulassen. Okay. Dann werden wir da mal kurz Einspruch einlegen. Lässt es. Ja, Leute, wie ist das Leben? Wie läuft der Mittwoch? Wie ist es? Habt ihr... Anubis hat gestern auch ein Sub gegiftet gekriegt, ne? Der Sohnemann hat ja wirklich um sich geschmissen. Ihr könnt jetzt richtig geile Emotes spammen hier in dem Chat. Ist das nicht geil? Auch mal was rausgeben. So sieht also der blanke Skelett aus. Ja, ich hatte gestern groß angekündigtes Face-Reveal gemacht. Genau so sieht er aus. Gestern war es noch frisch rasiert, heute schon leichte Stoppeln. Aber so sieht's aus.
So, jetzt kannst du mich im Supermarkt endlich mal fragen, wo die Milch steht. Und wo du die Eier finden kannst. Und dann zeig ich auf meine Hose. Gut, lassen wir das. Wusst es. Lass es bitte. eigentlich bin ich nur eine AI. Eigentlich mache ich hier gar nichts. Digga, bei mir ist einfach Twitch kaputt. Ja, du bist doch hier. So kaputt kannst du nicht sein. Warum hat denn der eigentlich nur ein Level 28er Vieh? Was ist denn da los? Du bist ein Lappen. Wahrscheinlich. Weil die anderen hatten Level 31er Kollegen. Soll ich dich jemals im Supermarkt treffen, werde ich dich nach der Milch fragen. Siehst du? So ein Ding ist das. Ja, aber frag dich mal, warum man dich nicht nach den Eiern fragt. Nicht nach deinen. Ich kann keine Kanalpunkte mehr abholen, ich kann keinem Kanal mehr folgen und mein gegifter Sub wird mir nicht mehr angezeigt. Anubis, ich bin auch nicht der Twitch-Support, ich kann das Problem nicht lösen. Aber ich hoffe, es ringt's wieder ein. Ja, genau wie beim Chiropraktiker. Hast du schon mal mit aus- und anprobiert? Anubis, ist der Stecker drin? Ist denn der Stecker drin? Mach dein Netzteil an. So, was machen wir da? Da könnten wir eigentlich mal mit dem Chonkidong reinprügeln. Hat er jetzt nicht einen Wuchtschlag? Der hat einen Wuchtschlag, ja. Ist das nicht eine Kampfattacke, hör mal? Das könnte eine Attacke sein. Danke. Bitte. Ich bin inhaltlich gerade wirklich wertvoll. Oder? Schon immer gewesen. Schon. Ja. Na, oh, er ist sogar nicht verwirrt. Das passiert sonst nie. Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, die Chance ist relativ gering. Aber der darf angreifen. Wenn er sich jetzt auch noch oh! Alter, wir haben ja richtig Glück heute. Wir haben nicht Glück. Schmeller, pures Können. Wir können's, ja, wir können. Ja. Ballermann Level 36, jetzt wird's langsam kriminell gut, ne? Von der Chonky Dauer heute doch schon 162. Was? Ja, safe. Guck mal, was er für einen Moonwalk gerade gemacht hat. Ich gehe mal kurz die Damen und Herren healen, bevor er das Moshpit zusammenrennt. Warst du schon mal in einem Moshpit, Schmäler? Nee. Würdest du das mal machen? Safe. Ich hätte da völlig Angst um mein Leben. Echt? Nee, das ist halt, so ein Moshpit ist halt, also es machen halt meistens Leute, die das schon öfter gemacht haben, und das ist halt nicht nur einfach so ein völlig blindes ineinander reinlaufen und rumschubsen, sondern das ist halt so, also man stößt sich halt schon so gegenseitig weg, aber wenn einer auf dem Boden liegt, so, dann machen die auch nicht weiter. Also dann wird die erstmal hoch, ja. Also ist wirklich krass, genau. So, weil die, also, nee, ist wirklich so ja? Übelst hilfsbereit, also ja, also so bei so, ich sag mal, so Metal-Konzerten, ja, ist das viel so, dass die wirklich hilfbereit sind, die erstmal hochhelfen und dann geht's halt weiter. Okay. Also da, also geht schon. Ich glaube, man stellt sich das immer schlimmer vor, als es eigentlich ist. Ach du Scheiße. Dreier. Ist das nicht ein Vierer? Oh, ich mein ja. Was ist los mit dir? Wir sind drei und trotzdem willst du gegen uns antreten? Ja, so richtig habe ich ja keine andere Wahl. Nee. Ne? 7 Lügen in einem Satz. Ja. Du bist ja ein rücksichtsloses Etwas, oder? Okay, ich fange an. Wenn ich dich mal im Laden sehe, frage ich dich, wo das Glatzenwachs steht. Kevoli, ich weiß das nicht. Ich poliere mir nicht die Glatze. Ich tu's nicht. Meine Haut glänzt normalerweise auch so. Ja, weil du absolut schwitziger Typ bist. Was soll ich sagen, ja? Ja. Transpirieren ist aber auch gesund. Ja? Also, das stimmt. Ich habe mir erzählen lassen, Schmähler. Mhm. Jemand, den wir beide gut kennen, der war beim Hot Yoga. Okay. 38 Grad Raumtemperatur, 90 Minuten und währenddessen auch noch Yoga-Stances einnehmen. Mhm. Und es soll wohl top gewesen sein. Also aber was? Bist du Sauna-Connoisseur? So Dampfsauna finde ich geil. Aber nichts drüber? Ansonsten, weiß nicht. Also ich war mal in der Sauna von einem Kumpel. Mhm. Die war geil. So ein schöner Eukalyptusaufguss. Ja. Aber ich war jetzt noch nicht in so einer Saunalandschaft. Hat er das Hot Yoga überlebt? Ja, hat er, und er fand es mega nice. Also er sagt selber, er ist ein sehr ungelenkiger Typ. Aber dadurch, dass alles warm wird, wirst du auch ein bisschen geschmeitsch. Und wenn du dann so geschmeitsch bist, dann kommst du auch mal mehr in die Winkel, die du musst. Ich dachte... Also, gut funktionieren. Also ich muss auch zu meiner Schande sagen, ich dachte ganz lange, dass Hot Yoga sowas ist wie so eine Massage mit Happy End, so in dem Bereich. Aber es ist ja einfach nur in einer warmen Umgebung. Und es ist einfach nur Yoga in einer warmen Umgebung. Käferli, ganz richtige Reaktion.
Nee, es soll wohl... soll ich es auch mal ausprobieren? Weiß nicht. Ich gebe dir gleich ungelenkiger Typ. Ja, nee, wirklich. Da rutscht mir die Hand aus. Ja, da, ich hoffe nicht beim Hot Yoga. Nee, also es war wohl sehr schwitzig und das sind ja, also ich zum Beispiel, ne? Ich bin ja auch Sauna-affin. So, also wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich rein. Und ich schwitze wie ein Schwein. Wie, wo wir gerade beim schwitziger Typ sind, ne? Und dann war ich, also ich glaube, es würde mir sehr, sehr gut tun, aber ich würde auch wirklich alles volltropfen. Es wurde mir erzählt, da war dann ein Typ da, als Nachbar quasi, von dem der es erzählt hat. Und der hat danach seine Matte genommen und so hochgenommen und so ein Schwall Wasser ging einfach von der Matte auf den Boden. Also nicht Wasser, es war Schweiß, ja, sag mal ganz klar. Aber dass du bei jeder Möglichkeit reingehst, hat ja nichts mit der Sauna zu tun. True. Ich gehe da auch so rein. Ich habe die Hand Dollar echt nötig und ich gehe da jetzt rein. So, der letzte, oder? Nee, das war's schon. Der Dreier, der Vierer ist vorbei. Hier wird's Moschpit schon wieder aufgemacht. Ja. So, dann klären wir doch mal hier die Gesamtsituation, oder? Oh, Troy! Oh, Gott. Was macht er denn hier? Troy. Du warst das, ne? Du bist Troy. Nein, ach ja. Ich bin sein Papa. Warte mal, der Papa hat so Sprachfehler, ne? Ja, und der hat immer die Wörter länger gezogen. So. Team Magma. Was wollt ihr mit dem Raketentreibstoff? Dass du so wissen, wie griechisch bist, dann werden wir dich aufklären. Wir wollen den Treibstoff über den Schlotberg abwerfen. Nun, wo Rodon weg ist, hat dieser Berg keinen Nutzen mehr für uns. Daher werden wir den Vulkan mit Hilfe des Treibstoffs zum Ausbruch bringen. Das wird wild, Junge. Das wird wild. Das W steht für wild. Troy. Oh. Oh. Okay. Wir haben einen Waldweg hinter uns, um den Treibstoff zu kommen. Wir lassen uns davon nicht abbringen. Störenfriede lassen wir nicht zu. Okay, da muss ich jetzt mal mit Mark sprechen, glaube ich. Geh, Mark, Junge. Geh aus dem Weg! Du wagst es aufhalten zu wollen! Hä? Ja, mach doch jetzt was. Weißt du, was? Troy? Gämler, du hilfst mir? Dann lass uns als Team kämpfen. Bist du bereit? Na, aber! Wir bleiben Troy! Oh, wähle ein Pokémon bestätige. Oh, jetzt Knospo, oder? Drei dürfen wir, glaube ich, oder? Knospo hinten und Baller, oder? Ich hätte einen Chonky dann gezückt, aber Baller finde ich okay. Chonky, ja. Ja, weiß ich. Was sagst du? Wie viel dürfen wir? Drei. Weiß ich nicht. Ich denke drei, jeder. Chonky, ja. Okay. Ja, da haben wir auf jeden Fall die Creme de la Creme reingeschmissen, oder? Ins Team jetzt. Gibt es eigentlich Jäger in Pokémon? Ja, es gibt Pokémon Ranger. Das ist so ähnlich. Oh, der hat Metang, einen Panzerero und einen Stolos. Na moin. Die sind alle Level 40. Was ist denn hier los? Wir sind ja völlig andere Level. Ja, schon eigentlich, ne? Okay, aber er hat auch nur ein Felino und ein Tengulis, das geht schon klar. 42! Und Gott sei Dank ist das Felino 42 und nicht der alte Tengulist. Oh, Veldi just resubscribed im dritten Monat. Veldi 1. Danke für deinen Prime. Danke. Küsschen. Meine kleine Schaluppe. Knospo, was macht der Knospo? Der Knospo legt erstmal einen Egelsamen aus, oder? Nee, mach mal ein Rasierblatt? Ja. Ja, Rasierblatt das kann auch hart hitten. Dann ist Felino schon mal weg, ne? Na, dann los. Komm. Ab geht's, Knospo. Wir können doch jetzt einfach mal. Ne? Es sind Push-Wochen bei Pokémon. Pokémon ist mal gerade random, also das ja. Genau das. Genau das wollte ich auch sagen. Ja, läuft doch ganz gut bis jetzt. Knospo Naut kriegt viel zu wenig XP. Bleibt er dann bei Wasser? Nee, er schickt noch einen Kleinstein rein. Geil, wie einfach. Oh boy. Das war ja, ist ja so gar nicht so hart. Der Reflektor. Was macht das denn eigentlich? Er hält etwas die Verteidigung. Der hätte auch einfach mal angreifen können. Dann machen wir gleich nochmal, oder? Ach, Troy. Aber das Kleinstein dürfte jetzt nicht. Das ist Level 43, dieses Kleinstein. Das hätte richtig ins Auge gehen können, wenn der Drache gerollt hätte oder so. Ja, stell dir mal vor, der hätte so einen Knacker gehabt. Das gibt's hier nicht, Schmeller. Hör auf damit jetzt. Digga, so kommt jetzt nicht. Ach, Digga. Kramschiff. Der hat gerade gebuddelt, als ob. Ich geh jetzt den Schlund füttern. Wessen Schlund, Käferli? Hast du Familie? Oder den eigenen? Hör doch mal auf, was macht der denn hier die ganze Zeit nur für Zeug? Greift das Tengulis eigentlich auch an?
Oh, der vergräbt sich. Meinen, na dann, herzlichen Appetit. Ja, was machen wir da? Tengulis können wir, glaube ich, nicht bepflanzen. Das heißt, wir müssen warten, bis Dick da wieder sich ausgedickt hat. Und ich oder wir hauen einfach mal... Ach nee, wir haben kein Feuer, ne? Mhm. Wir haben hinten Aua. Wir können auch einfach Schonkidong in die Mitte schmeißen. Ja, wir können auch einfach hinten Aua einen Blizzard zünden. Das wäre nicht so schlecht, aber auf Stick da nicht sehr effektiv. Ja. So, kann das Metang jetzt mal irgendeinen Angriff machen, bitte? Sonst habe ich das Tengulis vorher fertig. Ist doch ein Reflektor. Naturkraft. Sternschauer. Ui, die erste Attacke. Not bad. War schon scheiße. Gut, ja, bitte. Na klar. Gott sei Dank, es hat mal angegriffen. Ja. Troy. Danke. Wir bleiben Troy. Oh, hieß der nicht auch von High School Musical? Hieß der nicht auch Troy Bolton? Hieß er? Ist das Troy? Das ist bestimmt Troy. So, ich mach mal einen Schlafbruder auf den alten Tengu. Oder den Giftbruder. Ein schönes Giftbruder. Not bad. War schon scheiße. Ja, wirklich. Also das Metang hätte ja vorher mal ein bisschen mehr was auspacken können. Hat das Gift gerade nicht funktioniert? Ich glaube, der greift einfach vor uns an, oder? Ist Knospo so langsam? Nee. Nee, dann hat es nicht funktioniert. Das ist aber ziemlicher Damage, den dieses Metang da raushaut, ne? Boah, überleg mal, wir hätten mit so einem Tarnel angefangen und irgendwann so ein Metagross gehabt. Wow! Ja, das wäre nett gewesen. Das wäre original. Das hättest du, ja, das hättest du aber auch gesacrificed. Was? Ja. Habe ich da nicht gehört? Ja. Ich erinnere an Felinchen. Es war aber, Felinchen war auch ein anderer Schnack. Felinchen nee, da hast du. Nee, mit dem Vieh hast du Schmuh betrieben. Ja, ich muss auch sagen, vielleicht hat mich Felinchen auch persönlich nicht so abgeholt. Hä? Hä? Oh, schlaf du doch. Geht also ich meine, es wär ja ein Warlord geworden. Ja, ist schon cool. Vor allen Dingen, weil es halt hier direkt neben mir ist. Ja. Ja, richtig. Wie kann dich das denn nicht abholen? Und dann aber so ein Pelipper-Enjoyer sein. Ja. Nee, das ist ja ganz krank. Doch schon. So, ich muss erstmal in meinen Stream gucken. Ich habe nämlich gedacht, ich hatte auch ein Pelipper eingefügt, aber habe ich gar nicht. So, jetzt Rasierblatt und Lachslutschen. Und welch? Nee, noch nicht. Oh, nicht welch. Du musst das Metang jetzt noch mal ein bisschen reinhauen. Wunderbar, das war's. Der hat, glaube ich, noch eins. Ja. Müsste auch pflanzen. Noch ein Tengulis. Noch ein Tengu. Na dann. Oh, Schlafpuder. Jawohl. Schlafpuder auch einfach eine stronger Attacke. Ich würde auch vielleicht auf hinten Auer switchen und wirklich mal über einen Blizzard nachdenken. Oder einen Feuersturm haben wir auch. Oder einen Feuersturm. So einen Feuersturm haben wir auch parat. Und ich wette, bevor der eingewechselt ist, ist das Vieh weg. Vielleicht wenn er jetzt Volltreffer macht. Nee, aber er steigert seinen Angriff. Das ist auch nicht schlecht. Ja gut, dann müssen wir nicht mehr viel tun. Ist jetzt Overkill, aber was macht das schon? Ist übrigens, ist dir das auch, ich glaube ab Smaragd oder Platin ist das. Nicht Smaragd oder Platin, ab Perl, Diamant oder Platin, dass die Pokémon ihre Augen auch zu haben, wenn sie schlafen. Das hat mich früher immer übelst genervt. Echt? Ja, ne, ich meine, das Tengulis schläft hier offensichtlich mit offenen Augen. Ja, vielleicht ist ja so einer. Oder vielleicht ist er im Wachkoma. Weiß man ja nicht. Er schläft mit offenen Augen wie mehr Jungfrau, Mann. So, fertig. Magma Boss besiegt. Ich wollte doch nur die Landmasse vergrößern. Nee, das lassen wir mal besser sein. 5000 Ocken. Wir konnten den Vulkan nicht zum Ausbruch bringen. Wir konnten Groudon nicht kontrollieren. Ist unser Plan, die Landmasse zu vergrößern, vielleicht noch falsch? Ja. Ja, das ist so gut. Wenn wir Team Magma uns gehört haben. Dann liegt Team Aqua mit seinem Plan, das mir auszuweiten, vielleicht genauso falsch. Oha! Mark erstmal der einsichtige Boss? Vielleicht sind seine Augenlider mit seinen Augen bemalt. Ja. Das muss es sein. Gut, wir werden den Treibstoff hier lassen. Es gibt wichtigere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Puh, war das nervenzerreißend. Danke, Scamlair. Ich habe etwas, das ich dir als Dankeschön für deine Hilfe geben möchte. Komm mich bitte besuchen.
Ach so, ich lebe nicht in Metaross City. Ich lebe hier auf dieser Insel. Och nee, was heißt auch nee, Rezu? Was ist das Problem? Was sagt denn der hier eigentlich? Wenn die Magma den Raketentreibstoff nehmen, kann ich nicht ins All fliegen. Der macht machen doch ja nicht. Ja, aber diese Betonung, die sind weg. Der ist ja völlig lost. Aber Leute, das ist so. Wir müssen uns ja immer neue Synchronstimmen ausdenken. Und der Troy, der betont halt einfach mal ein bisschen anders. Der betont halt einfach mal genau andersrum. Der legt den Fokus auch mal aufs Ende des Wortes, auch wenn er am Anfang ist. Ist doch kein Problem. Ich gehe jetzt erstmal hier einen durchheilen. Da gibt es auch Begriffe für, ne? An welcher Stelle vom Wort eine Betonung ist. Ich bin der Meinung, das haben wir mal gelernt in Deutsch. Das ist so. Das ist die Insel. Der wohnt doch hier irgendwo, oder? Ah, hier. Ah. Gut, gleich erstmal gefunden. Skimler? Ja, das ist mein Zuhause. Peinlich, wie kahl die Räume hier sind. Oh, hier, nimm diese VM. Oh. Sie enthält Taucher. Hui. Ich habe das meinen Pokémon schon beigebracht. Wir können jetzt tauchen. Nett. Wenn du Surfer einsetzt und über das Meer gleitest, wirst du dunkle Stellen im Wasser bemerken können. Setze hier Taucher ein und du kannst hinabtauchen bis zum Meeresboden. Wenn du wieder auftauchen möchtest, setze ebenfalls Taucher ein. An manchen Stellen ist das Auftauchen allerdings nicht möglich. Gut, Troy. Alles gut, bin in Forza unterwegs und mitten im Rennen dann die Betonung vom dementen Opa. Das trifft's ganz gut. Wobei ihr hättet den Schmendler hören sollen, als er mein Papa war. Das war oder als ich die Maike war. Ja, das hat aber nichts mit Opa zu tun. Maike ist so ein Pädophiler. Hatten wir nicht vor, Maike zu besuchen? Ja, also Maike ist so dieser unangenehme Onkel. Onkel Maike hat mich angefallen. So ein unangenehmer Onkel, der immer ein bisschen zu viel nach Alkohol riecht. Ich muss jetzt mal Seise-Weise mitnehmen. Oh, Seise. Ich lasse mal jetzt mal den alten Beyblade da. Und wir brauchen auch noch was zu fliegen. Dann nehmen wir auch mal den Dienstag mit. Und dann werden wir mal die Landmassen erkunden. Lass mal den Ballermann mal zu Hause. So. Und übrigens, was mir gerade aufgefallen ist, Schmeller, wollen wir auch noch, jetzt werde ich erstmal den Taucher hier weglernen. Und dann... Ja. Wir kommen nämlich im Schiffswrack weiter mit Taucher. Oh. Wollen wir da vielleicht Nein. jetzt... pass auf, wir gehen jetzt zuerst Maike besuchen und uns mal angucken, wo dieser alte Pokémon-Trainer sich rumtreibt. Ja. Und danach gehen wir ins Schiffswrack und machen das Ding unsicher. Und dann tauchen und wir nach Team Aqua. Und dann geht's in eine Pokeliga. Und dann geht's... Wir haben noch nicht mal einen 8. Orden, entspann dich. Oh, stimmt. Der fehlt noch. Stimmt. So. Backblocks, ja guten Abend. Guten Abend, Backblocks. Wie ist sein Leben, hör mal? Zum Mittwoch, zum Schmännlertag, zum Bergfest. Wie ist Leben? So, was machen wir jetzt hier? Wo wollte ich hin? Was wollen wir machen? Wir wollen zu Maike. Nach Hause, zu Maike. Wir fliegen jetzt erstmal zu Maike und fragen Onkel die... Maike. Die alte Drecksau, wo die sich hier so rumtreibt und warum sie sich nicht mehr hat blicken lassen. Arbeit stressig, Feierabend gut. We're here for Wort. You. We're here Wort for zum you. Zum Sonntag. Nee? Zum Sonntag. Ist doch für jeden Sonntag irgendwie. Ja, für mich ist jeden Tag Sonntag. So, wo ist denn Maike jetzt hier? Oh, komm. Die schmollt in ihrem Zimmer. Oh.